Nachhaltigkeit. Ein interessantes Wort. So groß, so umfassend, so schwer zu begreifen. Überall und doch nirgends zu sehen. Zum Beispiel Müll. Wir brauchen jeden Tag tausende Sachen, die mit Nachhaltigkeit wenig zu tun haben. Doch könnten wir auf sie verzichten? Oder das Auto. Jeder fährt und fährt und fährt, obwohl er weiß, was er eigentlich damit verbricht. Aber schon mal versucht, es wegzudenken? Schwer, was? You see, it's time for a change. So come on, come on, stand up and take with us. Step by step, on our walk to peace. We need a new life, another way of being, a new dream. Another way of thinking, a new power. Another way of doing, a new world. A new one, a new one. Energie, um Trägheit und Bequemlichkeit zu fördern und unseren Wunsch nach Luxus zu stillen, zerstören wir die Erde, weil wir das brauchen. Unser Klima wird immer chaotischer, aber wir können natürlich nichts dagegen tun. Wir sind ja nur Menschen, die intelligenteste Spezies auf der Erde. Apropos Mensch. Warum haben wir es eigentlich so weit kommen lassen und tun noch immer nichts dagegen? Richtig. Es könnten ja die anderen etwas tun. Schließlich sind ja die auch an allem schuld. Stellt sich nur noch eine letzte Frage. Welche anderen? Es sind eigentlich nur wir Menschen da. You see, it's time for a change. So come on, stand up and take with us. Step by step on our walk to peace. We need a new life, another way of being, a new dream, another way of thinking, a new power, another way of